Hallo, Judo-Freunde, Judo-Fans. Ich möchte euch heute 4 Übungen vorstellen, um die Griffkraft zu verbessern. Ja, was ist Griffkraft? Was ist Griff ist Greifen, hat mal ein sehr bekannter Judo-Trainer gesagt. Und dafür möchte ich einfach, wie gesagt, ein paar Übungen vorstellen. Angefangen mit Liegestütz auf den Fingern. Ja, zum Anfang können wir mit 5 Liegestützen anfangen. Ja. Ja, und das können wir dann steigern. Ja. 10 mal 5, ja, anfangen, dann 10 mal 10 und so weiter und so weiter. Ja. Das ist natürlich gut, um für die Finger, die ab und an natürlich auch beim Judo belastet werden, entsprechend zu kräftigen. Ja. Die zweite Übung, die ich euch gerne vorstellen möchte, ist mit dem Tennisball. Und zwar fangen wir an mit 25 Mal rechts den Tennisball zusammendrücken. Und das Ganze auf der anderen Seite, ja, davon jeweils 10 Stück, dann haben wir 500 an der Zahl. Und wie auch bei der ersten Übung können wir das natürlich steigern. Ja? Das ist wichtig, dass ihr dann ein Ziel habt. Ja, und das könnt ihr eine ganze Weile lang machen, bis ihr merkt, das verändert eure Griffkraft. Ja? Die dritte Übung, die wir machen, die könnt ihr auch ganz einfach zu Hause, nehmt ihr euch einen Besenstiel, ja? Oder was Vergleichbares, den Arm geradeaus, ja, nach oben halten und dann mit den Fingern versuchen, den Stab entsprechend nach oben zu befördern. Ja? Wenn ihr das geschafft haben solltet, den Stab umdrehen, ja, und wieder von vorne anfangen. Ja? Das machen wir jeweils 10 Mal auf der rechten Seite und 10 Mal auf der linken Seite. Ja? Gut. Die letzte Übung, die ich euch mitgebe, ist auch mit dem Besenstiel oder mit dem Stab am Ende anfangen, ja, und jeweils den Stab nach oben und nach unten bewegen. Ja, immer mit einem gestreckten Arm. Ja, hier fangen wir an mit 20 Mal rechts und 20 Mal links und auch wie die anderen 3 Übungen zuvor muss es immer eine Steigerung geben. Ja, ja, das war's für das Erste. Ich bin mir sicher, dass die eine oder andere Frage aufkommt und bin gerne bereit, Stellung zu nehmen. Danke.